El día de hoy vamos a hablar sobre cómo aprender alemán y vamos a tener la opinión de Mijaela, que es profesora de alemán en Colonia, y vamos a hablar solo en alemán. Así que, eh, pues van a tener que mirar el video y no solamente escucharlo. Eh, lo bueno es que van a tener subtítulos. Mensaje a mis haters. Llevo un año y ocho meses en Alemania. Si me vas a criticar por mis progresos en el idioma, mi vocabulario, mi pronunciación, mi gramática, pues hazlo. No tengas miedo. Hallo zusammen, ich bin Martin oder Martin und ich bin in meiner Garten mit Michaela. Hallo Michaela. Hallo Martin. <laughs> Wie geht es dir? Sehr gut, ich bin froh hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Mhm. Ne? Also ich bin Michaela, Michaela Fröhlich mhm. und habe auch einen YouTube-Kanal, mhm. Fröhlich Deutsch. Und ich äh, arbeite seit längerer Zeit als Deutschlehrerin. Mhm. Genau. Und lebe auch hier in Köln. Okay. Du bist eine <laughs> richtige Kölnerin. Eine, ja, eine echte Kölnerin, die kein Kölsch sprechen kann. Okay, super. Michaela oder mich Michaela? Michaela. Michaela. Das ist Der CH-Laut ist sehr schwer. Das ist immer sehr schwierig für mich. Die CH. Ne? Mhm. Also man sagt ich, aber meine Schwiegermutter sagt ich und manche Leute sagen ich. Mit ja, also in Köln hört man sehr oft ich, ich, ne? Das, ja. Ist, ja. das kommt aus Kölsch, glaube ich. Ne? Genau, ich richtig hab... ist ich. <laughs> ich habe eine Frage an dich. Mhm. Meine zweite, erste Frage wäre: Du bist jetzt momentan äh, Sprachlehrerin, äh, ne? Mhm. Was ist das Schwierigste vor deiner Schule und was ist das Schwierigste vor dich als Lehrerin, ne? Ich finde es etwas schwer zu sagen, weil ähm, mhm. einige wirklich mit der Grammatik kämpfen und mhm. dann ist es äh, eine Herausforderung für mich, mhm. eigentlich zu zeigen, dass es nicht nur um die Grammatik geht. Mhm. Also, viele haben im Kopf, dass sie immer korrekt sprechen wollen und mhm. sie haben Angst, Fehler zu machen. Mhm. Ja, dann sehe ich so das als meine Aufgabe, dass äh, sie ein bisschen die Angst vor dem Sprechen verlieren und mhm. auch verstehen, dass. Grammatik nicht alles ist. Also, was, was bedeutet das, wenn Grammatik nicht alles ist? Mm. Was ist? Also. <laughs> Das Gesamtpaket könnte man sagen. Also, yeah. Ja, das Wichtigste ist ja, dass man ans Sprechen kommt. Das heißt, mhm. natürlich brauchen wir ähm, auch Wortschatz und äh, auch eine gute Aussprache, damit mhm. man verstanden wird. Am Ende, glaube ich, ist es wichtig, dass man irgendwie anfängt zu mhm. sprechen mhm. und versucht, diese Scheu, die Angst ein bisschen abzubauen, weil man dann äh, auch, glaube ich, die Grammatik intuitiver mhm. lernt und mhm. anwenden kann. Ja, als wenn man nur da sitzt mit einem Grammatikbuch und Übungen macht und äh, dann bemerkt, wenn ich sprechen will, hm. ich weiß gar nicht mehr, wie war die Regel und man kann genau beobachten, klar, wie sie klar. über Regeln nachdenken. Ja, wie Mat, ne? Mhm. Und genau, ich glaube, genau. Sprache sind wie Musik, nicht wie Mat, ne? Also was, ich was zum Beispiel, du? ich muss sagen, wenn ich ähm, Sprachen lerne, ich liebe Grammatik. Aber ja. ich äh, habe auch einfach schon als Kind ein Interesse daran gehabt ja. und äh, merke aber gut, auf der einen Seite mhm. kann ich das analysieren und finde das total spannend. Das mhm. ist wirklich dann wie Mathematik, mhm. auch wenn ich total schlecht in Mathematik immer war. Ja. Aber es hilft mir nicht beim Sprechen. Und für dich, was ist äh, das Schwierigste als Sprachlehrerin? Gute Frage, was ist eigentlich schwierig? Weil, ich, frage das, weil ja, ja. Ich, ich bin auf die andere Seite, mm. ne? ich war Schüler, ja. äh, die, die letzte ja in vier Sprachschulen. Mm. Ganz ehrlich habe ich viele Kritiken. Kritik, ne? Viel Kritik? Ich, viel Kritik auf das System von alle mm. diesen Sprachschulen, aber es gibt viele also, Schwierigkeiten ja. auf deiner Seite. Ne? Ja, also das äh, hängt auch davon ab, ob man große Gruppen hat oder ob mm. man vielleicht einen Einzelschüler hat. Mm. Was ich schwierig finde in Gruppen, mm -hmm. ist, dass man wirklich jedem gerecht wird möchte vielleicht mhm. ja muss auch aber mhm. das schafft man oft gar nicht jeder hat ganz individuelle Wünsche und Schwierigkeiten mhm. und ja, vielleicht auch ein anderes Tempo. Mhm. Und das kann Klar. man in einer Gruppe mhm. eigentlich nicht äh, umsetzen. Jeder hat ja auch eigene Ziele. Was ich aber sonst eigentlich am schwierigsten finde aus meiner Erfahrung ist, wenn jemand ja eigentlich nicht von sich aus, man sagt das, intrinsisch motiviert ist zu lernen, sondern okay. lernen muss, ne, dann oh, die Leute zu ja motivieren. Ne? Also die, die schwierigste, man konnte sagen, ist nicht die Grammatik beibringen, mhm. die, die Vokal. Haben, sondern die Leute motivieren. Ja. Ne? Ey, du kannst das schaffen. Ne? Ganz genau. du, du, du kannst die Sprache lernen. Also, du bist kein äh, keine schlechte Person. Mhm. Du kannst du, du Ja, schaffst. ich hatte schon eine Schüler, die einfach, äh, sobald sie einen Fehler gemacht haben und man ihn korrigiert, ja, das ist der Grund, warum ich nicht sprechen will. Sie wollen einfach keine Fehler machen. Und das war für mich eine Herausforderung. Mhm. Äh, jemanden eigentlich klar zu machen, dass äh, mhm. Fehler gut sind, weil man dadurch ja eigentlich nur lernt. Ich meine, wenn man in dem Land nicht Geboren und aufgewachsen ist, mhm. wie soll man ja, ohne fehler Sprechen ich mache viele Fehler ja. und es tut mir leid. Nein, ich glaube, ich mache auch viele Fehler. Nee. Ja. Ja. Ähm, nächste Frage: Ist die Sprachschule die Lösung, um eine Sprache zu lernen, oder ist das eine Ergänzung? Was ist das? Also, was ich meine, ist, die letzte Jahr habe ich eine Erfahrung gemacht mhm. mit Sprachschule und dann bin ich auf die Straße gegangen und ich konnte gar nicht sagen, gar nicht verstehen. Mhm. was ist das? ja, die schule gibt dir, glaube ich, nur die grundlagen, das werkzeug. sie kann dir beibringen, wie die sprache in ihren grundstrukturen funktioniert. und ich glaube, es ist hilfreich, dass man einen grund hat, dann auch wirklich regelmäßig die sprache zu lernen. es fördert die disziplin. man hat sich angemeldet, man geht regelmäßig zum unterricht. aber eine sprachschule kann nicht das ganze Leben auf der Straße abdecken. Ich glaube, das ja. ist ähm, der Unterschied. Deswegen, so wie du das gesagt hast, ja. würde ich sagen, es ist eine Ergänzung. Alleine durch eine Sprachschule lernt man eine Sprache nicht. Man, einigen kann es helfen, zumindest äh, motiviert zu bleiben und eine mhm. Struktur diszipliniert weiterzulernen. In deinem Kanal, in deinem YouTube-Kanal, hast du viele Videos, hast du mehrere Videos über das Thema Aussprechen. Mhm. Warum? Das ist mein Lieblingsthema. Äh, äh, <laughs> <laughs> das war eine Überraschung für mich, weil es gibt andere YouTube-Kanäle mhm. Kanäle, und sie sprechen immer über Grammatik, Vokabeln, ausdrucke aber nicht so oft wie du mhm. über das aber ich kann also ja sagen, auf meinem Kanal ähm, sind die Grammatikthemen auch am meisten geklickt. <laughs> der Bedarf an Grammatikvideos ist anscheinend da. Aber äh, ja, ich bin einfach der Meinung, dass mhm. man äh, ohne, eine Aussprache nicht, ohne eine gute Aussprache nicht kommunizieren kann. Weil mhm. es mhm. nichts bringt, genau. wenn ich perfekte Grammatikstrukturen, perfekten Wortschatz beherrsche, aber mhm. die Menschen mich nicht verstehen. So. Dann ist natürlich die Frage, wenn man Aussprache verbessern möchte, was ist mein Ziel? Möchte ich wie ein Muttersprachler klingen? Mhm. Oder ist es genug, wenn man verstanden wird? Mhm. Aber ich habe einfach selbst immer so ein persönliches Interesse daran mhm. gehabt. Ich finde das ganz spannend, wie Sprachen unterschiedlich klingen. Ja, wie, genau. ähm, ich kann noch nicht schaffen. Äh, 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 äh? E nee. ja, Du meinst wahrscheinlich E, äh, äh? <laughs> <laughs> äh. Gibt äh, es auch noch? <laughs> Kannst du das äh, äh, nochmal machen? Also ich fange mal äh, bei dem geöffneten Vokal an. Äh? Ja. Das müsste eigentlich äh. ganz gut klappen. Ja. Äh. E. E. Äh. Nicht schnell. Und dann gibt es diesen Schwa-Laut. Schwarlaut: äh. Was ist das? Äh. Das ist der. zum Beispiel am Ende. Ende. Das ist neu für mich. Ach. Ende. Also. Das kenne ich, aber nie, niemand hat mir das erklärt. Ende, ja, okay. Und das ist so eine Kleinigkeit, wenn man ja, versteht, klar. wann man diesen Laut zum Beispiel klar. sprechen muss, kann man sehr einfach den Akzent schon gut reduzieren, mhm. weil wir den Laut in so vielen Wörtern mhm. haben. In jedem äh, Verb, in jedem Infinitiv haben wir das genau. äh, in so vielen Wörtern, die auf E enden. Mhm. Und es klingt anders, wenn ich sage Ende als Ende. Ende. <laughs> Klar, klar. Also, was ich über das Spanische ja gelernt habe, ist, dass es dort eigentlich nur fünf Vokale gibt und uh, die alle A, B, e, und die alle A, B, e, mittellang sind. Ja, so. genau. Und genau. im Deutschen gibt es lange und kurze Vokale. Ja. Und dann haben sie aber noch eine andere Qualität. Hast du Schüler, die aus Südamerika oder Spanien kommen? Ja, hatte ich auch schon, ja. Was ist das Schwierigste für, für diese Leute? Ähm, gut, Umlaute, aber ähm, was ich am auffälligsten finde, ist mhm. eigentlich, dass das Deutsche, jetzt das Standarddeutsche, was ich jetzt auch spreche, sehr viel ähm, mehr Spannung hat und ein bisschen hart klingt. Und genau, es ist auch sehr. Staccato-artig könnte man sagen. Und wir waren ja ein bisschen Meicher. Ich möchte das jetzt gar nicht äh, irgendwie ja, klar, auf, den, auf, vorher, euch auf die Schippe nehmen, aber der Vergleich ähm, klingt sehr unterschiedlich. Vorher habe ich sehr gesagt, unterschiedlich. arbeiten mhm. und jetzt sage ich, arbeiten. Ja, und jetzt Arbeit. müsstest du noch sagen, arbeiten. Arbeiten. Ja. Oder zum Beispiel, vorher habe ich gesagt, beobachten mhm. und jetzt sage ich, beobachten. Ne? Oh, genau, und da wäre zum Beispiel beobachten. Beobachten. Ja. Ne? Und diese Kleini mhm. Kleinigkeiten ja. äh, sind sehr schwierig noch für mich. Genau. Ne? Also ja, und das ist ein, eine Sache, dass ähm, Spanisch-Muttersprachler sehr viel verbinden mhm. und die Deutschen eigentlich mhm. sehr vieles mhm. trennen. Also Vokale immer trennen. Noch ein paar Fragen. Mhm. Was ist das Wichtigste, um Deutsch zu lernen? Ne? Also, was, was, was findest du, das fällt viel in meisten meiner Schüler? Mhm. Äh, um Deutsch zu lernen? Ich glaube, ähm, man muss einfach Spaß haben an dem, Spaß, was man tut. Ne? Ja. Aber ist Spaß manchmal nicht möglich, glaube ich, oder? Also, in, was ich meine mm. ist... Ja, dann in, in es wäre gut, wenn man sich etwas sucht, was einem Spaß macht, mm. und das dann einfach auf Deutsch zu tun, <laughs> wenn es irgendwie möglich ist. Jeder muss einen eigenen Weg finden, ja. ne? um Spaß zu machen. Mm. Also meine Erfahrung zum Beispiel war, war in diese vier Sprachschule und dachte, oh nein, dass ich muss die Prüfung bestehen und das verstehe ich nicht, aber trotzdem muss, muss ich das weiterlernen. Auch da gibt es glaube ich unterschiedliche Typen. Also ich habe schon Schüler gehabt, die mir gesagt haben: Erst durch dieses Ziel einer Prüfung bin ich motiviert zu lernen. Dann habe ich diesen Grund. Klar. Aber ich glaube, dass die meisten äh, so keinen Spaß haben am mm. Sprachenlernen. Mm. Es hilft ihnen, sich diszipliniert hinzusetzen und zu lernen. Mm. Aber mm. ob das Spaß macht, das gut, das äh, kann jeder selbst mm. für mm. sich beantworten. Aber ich glaube, dass ähm, das ein Problem ist, dass vieles sehr, sehr prüfungsorientiert ist. Vielen, vielen Dank, Michaela, weil du äh, hier bist. Ne? Ähm, Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich auch. Wo, wo können wir dich finden? Online? Ja, ja. Also, ja genau. Adresse <laughs> Nein. Sagen, ne? also, Ja, ich habe ja mein Büro, da ist ja die <laughs> Adresse nicht Aber die Privatadresse. Ja. Moment, äh, hast du auch eine, eine kleine Büro hier in Köln, ne? Also, genau, ja. Weil äh, wahrscheinlich gibt es Leute, die in Köln leben mhm. und können. Mit dir treffen, oder? Sich mit dir treffen. Sich mit dir mhm. treffen, ne? Genau, also ich habe, ähm, das ist auch nicht so weit vom Zentrum, ein bisschen nördlicher, äh, falls das den Kölnern etwas sagt. Reichensperger Platz, mhm. ungefähr da ist ähm, meine, mein Büro, meine Minischule. Dort habe ich so einen Raum für ähm, acht Personen. Und dort arbeite ich halt auch. Mhm. Also ich mache dort äh, Unterricht vor Ort in Köln und auch Online-Unterricht. Ja. Und online? Ja, ähm, online <laughs> könnt ihr mich <lacht> 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 auf meiner <laughs> auf Meiner Webseite <laughs> fröhlich-deutsch.de dort findet man alle Informationen. Und da redest mhm. du auch äh, online? Genau, ah, über super. Skype. Mhm. Ja. Gut, gut, gut. Ich glaube, das war es. Äh, mhm. Danke wieder. Äh, danke dir. Danke dir. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.